Schön, dass Sie wieder bei uns sind bei argonaut.tv, Ihrem Reisemagazin im Internet. Wie Sie an unseren wunderschönen Requisiten hier sicherlich erkennen können, dreht es sich heute um Aktivurlaub. Und da gibt es wirklich alle Facetten, die wir Ihnen anbieten können. Vom gebuchten Aktivurlaub bis hin zum Aktivsein im gebuchten Pauschalurlaub. Alles ist natürlich bei uns möglich. Sie fragen sich sicherlich auch, wo ist denn nur Uli? Uli hat schon Platz genommen auf seinem Sofa. Er sitzt sowieso lieber, als dass er steht. Diesmal hat es aber wieder einen ganz besonderen Grund. Er hat nämlich einen Gast bei sich, der sich perfekt auskennt mit allem, was Aktivsein im Urlaub betrifft. Ja, Dirk, richtig. Studiogast Nummer 1, den wir heute eingeladen haben, ist Petra. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallöchen. Schön, dass Sie es geschafft haben. Sie haben uns ein bisschen was erzählt. Sie waren auf La Gomera, glaube ich, und haben da gewandert. Dann schießen Sie doch mal los. Aktivurlaub, was bedeutet das für Sie? Was haben Sie da genau gemacht? Ja, also ich war auf La Gomera zum Bergwandern, richtig. Und Bergwandern ist eine spezielle Geschichte auf La Gomera. Man geht nicht einfach los mit Badelatschen. Man muss sich schon wirklich ein bisschen vorbereiten. Das heißt, gescheites Schuhwerk, eine gute Ausrüstung, festen Rucksack für Tagesbedarf an Essen und Trinken. Und man kann alleine wandern, man kann aber auch mit einer Gruppe wandern. Man sollte aber niemals Bergwandern bei diesen Höhen unterschiedlichen Touren, zum Beispiel bei der Roten Wand, niemals alleine, weil das ist einfach zu gefährlich. Da braucht man schon einen Bergführer und man braucht auch ein bisschen Kondition. Die sollte man sich vorher angeeignet haben durch Konditionstraining, Fitnesstraining oder wie auch immer. Und es ist wirklich dann auch wunderbar, dann oben zu stehen, auf die Insel zu schauen, wenn man oben angekommen ist, Tausende von Palmen zu sehen, schön, das Meer zu betrachten und wundervolle Wasserfälle erlebt man oder auch die Blumen, die wunderbaren Strelitzien und die Frangipanis, die so wunderbar duften. Wie hoch geht das denn da überhaupt? Es geht schon extrem hoch. Also ich habe es als extrem empfunden auf jeden Fall. Und es ist wunderschön mit dem Ausblick dann auch. Es gibt Dschungelgebiete auch und es ist eine wunderbare Insel. Vor allen Dingen, wenn man reif ist für die Insel, sollte man nach La Gomera fliegen. Okay. Wie ist das denn, Kanarische Inseln, die haben jetzt gerade gesagt, mal eben vom Strand mit den Badelatschen eine Wandertour machen, ist nicht drin. Ich brauche schon vernünftige Vorbereitung dafür. Ja. Sie waren aber auch in der Türkei, ne? Haben sich da auch in puncto Ausflüge da so ein bisschen tätlich gütig getan, was Wandern betrifft. Ja. Ist es da auch so schwierig vom Anspruch her? Nein, da fand ich das überhaupt nicht. Also da war das schon eher so leichter dann auch, weil ich bin nicht in die Gebiete gekommen, wo es stark Bergwandern war, sondern wir sind halt mehr einfach nur gewandert, beziehungsweise haben uns auch Mountainbikes genommen und sind ziemlich viel auch über die Dörfer gefahren und haben dadurch auch Land und Leute kennengelernt, weil das ist so schön, wenn einer einen Platten hat, wie die Leute einem in der Türkei sofort helfen. Diese Gastfreundschaft ist wunderbar. Und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist eine Ballon-Tour über Kappadokien und das ist ein Traum von mir. Ich habe es gesehen, wie die morgens gestartet sind mit den Fesselballons. Es war morgens um 6 und ich hatte leider keine Zeit mehr und ich musste wieder heim und ich habe mir Feste vorgenommen, bei Argonaut auf jeden Fall nochmal mit Kappadokien zu buchen und dort nochmal eine Fesselballon-Tour zu machen. Wow, ja, da hat man wahrscheinlich einen tollen Überblick, wie so ein Paraglider, der da rumfliegt. Aber klasse. Hoffentlich kreuzen wir uns nicht. Genau. Aber werden wir nicht, auf keinen Fall, nein. Wir haben heute ja unter anderem auch ein Thema über Gepäckbestimmungen. Darum geht es jetzt im Augenblick nicht, aber wir haben hier ein Golfbag stehen. Golfspielen haben Sie auch schon mal ausprobiert? Ehrlich gesagt noch nicht, aber ich weiß, dass die Algarve, es ist ein ganz großes Golfgebiet. Da kann ich ja vielleicht noch kurz was zu sagen, da wollten wir heute gerne noch darauf hinweisen. Es gibt, glaube ich, mehr als ein Dutzend Golfplätze, die sich da unten tummeln. Wichtig ist, wenn Sie dort Golf spielen gehen wollen, dass Sie relativ frühzeitig, wenn Sie das buchen, frühzeitig Bescheid sagen, wann Sie spielen wollen. Startzeiten mal eben so kriegen, ist vor Ort nicht möglich. Die sind sehr, sehr gut besucht. Man sollte auch schon bei den meisten Plätzen ein halbwegs vernünftiges Handicap mitbringen, sprich 36. Ihnen sagt das wahrscheinlich weniger was, ja, so aber viel, das entspricht ungefähr dem, man sollte schon ab und zu mal gespielt haben und diese gewisse Platzreife, wie man sie nennt, eben schon in der Tasche haben. Ansonsten wird es schwierig. Über weitere Bestimmungen zum Golfspielen werden wir gleich noch reden. Das soll es erstmal gewesen sein zum Aktivurlaub. Ah, ich habe mir doch was mitgebracht von der Algarve. Okay. Ja, das ist das Glückshuhn. Und das sollte man immer den Menschen nach Hause bringen. Ah, das ist ja nett. Und das soll das fürs laufende Jahr auf jeden Fall Glück bringen.
Ich werde das beim nächsten Abschlag, wenn ich mal auf dem Golfplatz stehe, dann daneben stellen. Vielleicht bringt es mir ein paar Schläge Vorsprung ein. Mit Sicherheit. Dankeschön. Okay. Klasse. Ja, tschüss, Dirk, dieser Hahn guckt nach rechts, dann gucke ich auch mal nach rechts. Geht weiter mit dir. Zumindest zu Beginn dieser Sendung bin ich nicht als ein Konferencier, der nichts anderes zu tun hat, als überzuleiten zu den nächsten Themen, die dann Uli bearbeiten darf. Er hat die Freude, immer wieder einen Gast da zu haben. Sitzt jetzt auch schon wieder dort auf dem Sofa mit dem neuen Gast. Es ist ein Experte, denn es gibt ganz viele Fragen zu klären, wenn es um das Thema Aktivurlaub geht, wenn Sie Ihr Surfbrett mitnehmen wollen, Ihre Skier mitnehmen wollen, diverse Bälle. Was ist denn eigentlich Sperrgepäck? Muss ich das vorher anmelden? Wie definiert sich das Ganze und muss ich die Sachen extra versichern lassen? All das sind Fragen, die sich vor einem solchen Urlaub stellen und Uli wird die alle mit unserer Expertin klären. Richtig, Dirk. Wir haben Daniel hier sitzen von Argonaut. Hallo. Daniel, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Du bist heute unsere Fachfrau, muss man ja sagen, in puncto Packbestimmungen. Wie muss ich oder wie sollte ich meine Sportausrüstung beispielsweise eben vernünftig einpacken, dass die am Urlaubsort auch heile ankommt oder dass sie überhaupt ankommt? Vielleicht fangen wir einfach an. Hier, so ein Golfbag zum Beispiel ist ja schon sperrig genug, geht schon ins Sperrgepäck, oder? Also Golfgepäck bis 30 Kilo. Mhm. Es kommt immer auf die Fluggesellschaft an. Je nachdem, womit man fliegt, ist es meistens dann als Freigepäck. Das heißt, es muss auf jeden Fall vorher angemeldet werden und kommt dann teilweise mit ganz normal ins Gepäck dann rein. Die Schläger sind ja oftmals hier gerade an den Köpfen relativ empfindlich zum Beispiel. Da werden dann so Strümpfe drüber gestülpt und Zubehör. Inwiefern muss ich das denn schützen vor irgendwelchen Beschädigungen zum Beispiel? Also man sollte es auf jeden Fall dann nochmal verpacken dann. Okay. Zusätzlich dann noch. Also es gibt ja am Flughafen zum Beispiel auch so kleine Packstationen, wo man sich so Klebeband und so Polster da rumwickeln lassen kann. Genau, das kann man rumwickeln und dann, dass es auf jeden Fall alles sicher verpackt ist. Okay. Wie sieht's aus mit noch größeren Sachen? Zum Beispiel ein paar Skier, die vielleicht bis 2 Meter lang sind oder auch ein Surfbrett, was eben im Studio ja zu sehen war. Ja, das ist auf jeden Fall dann auch gebührenpflichtig. Mhm. Also das kostet, wie gesagt, je nach Fluggesellschaft zwischen 20 und 50 Euro. Mhm. Muss dann vorher bei der Fluggesellschaft angemeldet werden. Und muss auch gut verpackt werden. Gut verpackt also, heißt in so eine Tasche zum Beispiel extra für so ein Surfbrett. Ich muss das aber nicht, oder? Es ist nur zum Schutz meines Boards. Ich muss das nicht verpacken, oder? Also man sollte es. Also es steht eigentlich in meinen Bedingungen dann drin, dass man es, also es wird vorgegeben, dass man es dann nochmal extra verpacken sollte. Wenn ich es nicht verpacke und es kommt eine Beschädigung dran, habe ich wahrscheinlich auch keinen Anspruch auf einen Schadensersatz, nehme ich an, ne? Genau. Dafür empfehlen wir dann auch noch immer den Abschluss einer Reisegepäckversicherung oder ein Rundum-Sorglos-Paket zum Beispiel, bieten wir auch an, was dann zusätzlich abgeschlossen werden kann, da es das dann mitversichert ist. Okay. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die ich auf gar keinen Fall mitnehmen darf? Ich gebe ja auch ausgefallene Hobbys, Samurai-Schwerter, wahrscheinlich wird schwierig werden im Flieger. Oder gibt es irgendwas, was ausgeschlossen ist? Also es kann alles angefragt werden, sagen wir mal so. Das heißt, auch wenn ich meinetwegen Reiter bin und ich will mein eigenes Pferd mitnehmen, gibt es aber wahrscheinlich wenig Fluggesellschaften, die das anbieten, oder? Das ist natürlich dann schwierig. Okay. Reiserücktrittsversicherung zum Beispiel ist ja eine der wichtigsten Versicherungen, die man abschließen sollte, wenn man eine Reise antritt, gerade bei einer Pauschalreise, wenn vorher irgendwas nicht klappt. Gibt es denn auch eine Sonderversicherung für mein Gepäck oder ist das bei der Versicherung, die du eben erwähnt hast, dann auf jeden Fall mit drin? Also es gibt ein Rundum-Sorglos-Paket, nennt sich das. Mhm. Da ist dann die Reiserücktrittsversicherung drin, die Krankenversicherung, Soforthilfe und halt auch diese Reisegepäckversicherung, die dann zusätzlich dieses Sportgepäck und so auch versichert. Wenn dann was kaputt geht, habe ich denn dann Anspruch auf den Neupreis meiner Ausrüstung oder kriege ich den Zeitwert? Das ist ja auch immer so eine Frage. Also das muss dann, wenn wirklich irgendwie was kaputt gehen sollte oder so, muss der Kunde das dann hinterher reinschicken an die Kundenbetreuung. Das wird dann den jeweiligen Fall geprüft dann. Okay, gut. Da gibt es aber nicht vielleicht noch eine Premium-Versicherung, wo ich sagen kann, ich will auf jeden Fall den Neupreis dann haben. Also es gibt noch einzelne Reisegepäckversicherungen, die man dann nur die Reisegepäckversicherung abschließen kann, die dann nach Wert versichern kann. Okay, das ist aber dann, da muss ich vielleicht noch ein paar Euro dann auch drauflegen, nehme ich an, ne? Was kostet so eine Reise rund um Sorglospaketversicherung? Also das staffelt sich nach dem jeweiligen Reisepreis. Okay, das ist dann Pi mal Daumen 1000 Euro für 2 Wochen Pauschalreise meinetwegen, habe ich gebucht. Was kostet mich dann so? Kostet es vielleicht so 35 Euro. Okay. Da ist dann aber dann alles komplett mit abgesichert. Okay, ja, ich denke mal, das ist nicht zu teuer und das ist auf jeden Fall ratsam, sowas zu machen. Auf jeden Fall. Um sich den Ärger zu ersparen.